So Leute, heute geht es mal hier wieder um ein Messer von Worked of Gear. So wie ich finde, eines der besten Bushcraft-Messer, die zurzeit auf dem Markt sind. Und zwar der Mountain Lion. Das ist dieses Prachtstück hier. Dieses Messer hier habe ich auch bei flatknives.ch bestellt, wieder bei Daniel natürlich. Es ist so, dass dieses Messer eines aus dieser Messerreihe ist von Designer Aurora Borealis. Von Alex, der kommt aus Kanada, so viel ich weiß. Wie ich finde, von der Größe her, auch wie von der Haptik her, ein super geiles Bushcraft-Messer. Es eignet sich sehr gut, um zu hacken, sehr gut, um zu schnitzen und zu batonen. Und dieses Messer ist so ein bisschen ein Allrounder, also eigentlich wirklich für Bushcraft perfekt. Dieses Messer, das ich hier habe, hat zwei Besonderheiten. Und zwar zum ersten ist hier oben dieser Bereich und hier der Bereich hier ist so ein bisschen dunkler als die andere Klinge. Das ist original nicht so. Normalerweise ist es auch genauso spiegelnd eigentlich wie hier. Ich habe das nur ein bisschen prüniert, weil ihr wisst, ich probiere gerne ein bisschen rum. Und dann kommen wir hier noch zu dieser Mulde zum Feuerbohren, wieder als Gegenstück. Die habe ich auch selbst reingefräst. Die ist standardmäßig nicht bei diesem Messer hier verbaut. Ansonsten ist es aber genauso hier, wie ihr seht. Ich finde es ein sehr, sehr cooles Messer. Ich habe mal zum Vergleich noch den größeren Bruder hier von diesem Messer. Und zwar ist das hier der Kodiak. Ihr seht, der hat keine Fingermulde und ist ein ganzes Stückchen größer als der Mountain Lion. Aber wir hätten es natürlich nicht mit Worked of Gear Messern zu tun, wenn es da noch ein größeres Modell gäbe. Und das wäre dann der Mountain Man. Ihr seht schon, das ist ein absoluter Brecher. Der ist riesengroß, ich liebe dieses Messer. Diese Patina hier etc. habe ich selbst wieder ein bisschen rumgespielt. Aber ihr seht es einfach mal zum Größenvergleich. Hier ist die Fingermulde wieder mit dabei. Genauso wie hier. Einfach nur mal, damit man den Unterschied sieht. Das ist einfach sind diese drei Größen, die es gibt. Von dieser Klingenform gibt es nicht nur diese drei, glaube ich, sondern es gibt noch ein kleineres EEC. Ich glaube, das ist dann das Lynx. Hier gibt es auch noch eine andere Variante ohne die Fingermulde. Ich finde, das ist eigentlich eine so richtig passende Klingengröße für Outdoor und Bushcraft. Wenn man jetzt nicht so was Riesengroßes mitnehmen will, aber auch nicht was sehr Kleines, ist das hier eigentlich so die perfekte Mischung, finde ich. Wieder mal hier beim Griff. Hier hinten haben wir diese spezielle Art verbaut, um das Lanyard aufzunehmen. Also ist quasi dann so im Griff eingebaut, schlauft man das ein. Habe ich so gesagt eben noch nie gesehen. Der Griff liegt auch wieder absolut Bombe in der Hand, wie gewohnt von Worked of Gear, absolut geil. Auch wieder hier zum Vorgreifen perfekt, um Feathersticks zu machen und so weiter. Ihr wisst, ich mache in meinem Test immer so ein bisschen dasselbe, aber es ist halt einfach, das sind die Dinge, wofür ich die Messer dann tatsächlich auch wirklich brauche. Ich muss Feathersticks machen können, ich muss hacken können, ich muss batonen können, das Messer muss ordentlich was schneiden. Und das decken die Messer von Worked of Gear Hand einfach wirklich alle ab. Diese Form hier mit dieser Drop-Point-Klinge ist sehr, sehr gut fürs Bushcraften geeignet. Eben Löcher bohren und so weiter und so fort für ein Bohrbrett etc. Absolut geiles Design hier einfach fürs gemütliche Bushcraften. Ihr habt natürlich hier auch wieder, wie bei jedem anderen Messer von Worked of Gear, den Klingenrücken im 90-Grad-Winkel angeschliffen. Ich habe das Gefühl, dass es hier vorne ein bisschen scharfkantiger ist als hier hinten. Aber hier vorne dünkt es mich jetzt ein bisschen besser. Zum Hacken ist es so, dass ich unbedingt ein Lanyard empfehle, weil ihr seht, hier hat man auch wieder so einen kleinen Huckel hier, damit man hier wieder so reingreifen. Ein Lanyard ist hier bestimmt nicht verkehrt. Ihr kennt diese großen Dinger hier vom Wilderness Bowie etc., wo die Hand richtig eingehakt wird, das ist hier nicht so. Aber also, man hat einen guten Griff und es geht eigentlich wirklich gut zum Hacken. Aber ein Lanyard würde ich hier wirklich empfehlen hinzubauen, damit man das durchschlaufen kann, damit einem das Messer nicht nach vorne weggeht. Ansonsten liegt es wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Was auch noch dazu zu sagen ist, diese Version, die ich hier habe, ist in Böhlerstahl. Ist also ein bisschen rostträger als die Modelle im SK85er Stahl. Über die beiden großen Brüder von Mountain Lion habe ich schon zwei Reviews gemacht. Eins über den Mountain Man und eins über den Kodiak. Gibt es auch in verschiedenen Varianten und Ausführungen mit verschiedenen Klingenbeschichtungen, verschiedenen Griffarten mit Fingermulde, ohne Fingermulde. Den hier, den Kodiak, gibt es zum Beispiel auch noch mit Fingermulde, dann heißt der Grizzly. Wenn ihr Interesse an dieser Messerreihe insgesamt habt, diese beiden Reviews findet ihr auch auf meinem Kanal. Kommen wir nochmal zu der Scheide. Ihr habt es gesehen, Worked of Gear schickt hier wieder zwei so D-Ringe mit, damit man sich das Messer auch umhängen kann. Ich finde, bei der Größe geht es aber sehr gut, sich das auch am Gürtel zu machen. Und natürlich habe ich die Scheide auch wieder ein bisschen personalisiert. Wie ihr wisst, ich kann es nicht lassen. Das Messer rastet sehr, sehr gut ein.
und geht auch sehr, sehr gut wieder raus. Das ist wirklich bei jedem Messer von Worktop absolut ungefährlich, das auch von oben nach unten zu tragen. Das sitzt wirklich perfekt in der Scheide. Eigentlich würde ich jetzt zu den Daten, Zahlen und Fakten von diesem Messer kommen. Nur ist das Problem, dass ich im Moment gerade kein Internet habe. Das heißt, ich müsste euch die Daten nachreichen. Ich werde die nach dem Video am Ende einfach noch kurz einblenden. Das Ganze, die Klingenlänge, Klingendicke etc. Griffmaterial. Obwohl ich das Messer jetzt schon sehr oft benutzt habe, ist wirklich überragend, dass die Schärfe sich so lange gehalten hat. Ich weiß nicht, ob das am Stahl liegt oder, also ich habe das wirklich hart rangenommen. Und es hat aber immer noch, ist immer noch wirklich sehr, sehr gut scharf. Der einzige Punkt, der mir am Messer ehrlich gesagt nicht so gefällt, ist halt, dass die Klinge sehr, sehr stark spiegelt. Ihr habt es vorhin gesehen bei den Nahaufnahmen. Aber da es so ist, dass das für mich nicht wirklich ein taktisches Messer ist oder so, sondern halt einfach wirklich ein absolut cooler Bushcrafter, ist es auch nicht so schlimm, wenn ich mal ein bisschen gesehen werde. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Messer überhaupt noch in anderen Varianten mit Klingenbeschichtungen gibt. Wahrscheinlich schon. Worktop Gear hat ja immer eine sehr große Auswahl. Ich hatte dieses Messer tatsächlich auch schon 3 Wochen in Schweden dabei. Das hat mir wirklich sehr, sehr gute Dienste geleistet. Der hat sich 3 Wochen lang wirklich sehr, sehr gut bewährt. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt auch ein bisschen bartoniert und gehackt. Dieses Messer kann aber viel, viel mehr. Ich habe in einem anderen Video von mir, das ist das Campbau-Video, die Nummer 1, habe ich mit diesem Ding hier einen richtigen Baumstamm gespalten. Natürlich noch und zur Hilfenahme mit Keilen dann am Ende. Aber dieser Stamm, der hatte bestimmt so einen Durchmesser, das waren bestimmt 25, 30 cm. Wo ich wirklich mit diesem Messer hier durchgespalten habe in der ganzen in der Länge von ungefähr vielleicht 1,50 Meter ungefähr. Also das ist wirklich ein absolut brachiales Teil. Ihr könnt da rumhebeln und rumreißen und draufhauen und ihr könnt das Ding wirklich absolut misshandeln und es macht alles mit. Also ein absolut stabiles, sehr, sehr geiles Messer. Ja, absolute Spitzenqualität. Gut, das war's wieder von mir mit diesem Review. Ich, wie gesagt, ich blende euch nachher die Daten zu dem Messer noch ein, weil ich sie gerade nicht hier habe. Ich werde jetzt das Feuer noch löschen und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis bald. Ciao.